Ja Leute, ich bin's wieder mal, euer Tracer AP und heute geht es weiter mit einem weiteren Unboxing von mir. Diesmal zum Unboxing von der Asus GTX 780 Ti DC2 mit 3 GB DDR5. Und ja, ich würde sagen, das Unboxing seht ihr nach meinem Intro. Bis gleich. So Leute, weiter geht es mit dem Unboxing zum eigentlichen Paket der Grafikkarte. Ich habe eben Post bekommen und ja, das ist das Resultat. So, ich würde sagen, wir schnacken hier auch gar nicht lange rum. Wir machen das einfach mal hier schnell auf. So, ohne lange hier rumzufackeln. So, erstmal den Müll zur Seite. Messer kann, glaube ich, erstmal weg. Und dann, ja, so viel zum Thema, Messer kann erstmal weg. So. So, dann nochmal hier. Und da auch noch, oh, da auch noch einmal. Dasselbe gilt auf der Seite und da schon offen. Gut, jetzt brauchen wir das Messer erstmal nicht mehr. So. Haben wir hier denn schönes? Sehr viel Verpackungsmaterial. Noch mehr. Und noch mehr. Ja, und weiter geht's zur eigentlichen. Na, Lieferschein. Einmal kurz prüfen. Oh, immer die Kamera hier im Weg. Ja. Okay, alles klar. Gut. Geht's weiter zum eigentlichen Karton. Hier haben wir das gute Stück. Sehr schick. Asus hat die Grafikkarte nochmal so überarbeitet, dass sie um 20% kühler läuft und dass sie dreimal leiser ist als die normale GTX 780 Ti von Nvidia. So, ihr könnt hier nochmal ganz kurz die Packung sehen. Ich werde hier nochmal kurz ranzoomen. Und ja, einmal hier die Seiten. Das Ding läuft übrigens mit DirectX 11. Ja, so viel nochmal zu der Packung. Nochmal die Seite. Sehr schön. Einmal wieder wegzoomen. Und jetzt nochmal das Messerchen. So, und dann machen wir mal in welche Richtung. So. Das mal kurz hier auf. Und dann lassen wir die mal rausplumpsen. Wunderbar. So. Da haben wir das gute Stück. Das gefällt mir hier gerade gar nicht. So, schon besser. Ja, schauen wir mal rein, was sich dahinter verbirgt. Als erstes haben wir hier, ja, In Search of Incredible. Was haben wir denn hier zwischen? Ja, bei mir die Verbindungskabel für Strom. Dann haben wir noch silberne, goldene Aufkleber, beziehungsweise gelbe. Und rote haben wir hier auch. Ja. Dann haben wir noch das Handbuch. Wie man sich einbaut. Das ist gut. Dann haben wir noch ein Programm. Driver GPU Twerk. Damit können wir das ungefähr so wie MSI Afterburner, können wir halt nochmal ein bisschen über Takten einstellen. Und ansonsten haben wir da nichts mehr. So, kommt auch schon mal zur Seite. So, dann haben wir hier die Grafikkarte an sich. Ziemlich großes Teil. So. Sehr hübsch.
Na, das will ich nicht aufreißen. Dann machen wir einmal einen schnellen Schnitt. So. Und holen wir mal das hübsche Teil da raus. So. Wunderbar. Nicht ganz wichtig ist, deswegen sind ja auch die Schutzdinger drauf. Niemals auf diese Kontakte so bloß drauf fassen, da sonst eventuell Fett oder sonstige Flüssigkeiten, sage ich jetzt mal, an die Kontakte kommen können. Und dann könnte es sein, dass manche Sektion auf dieser Grafikkarte nicht mehr richtig erkannt wird. Und dann ist das Ding manchmal nicht mehr benutzbar oder funktioniert fehlerhaft. So, ihr seht hier die hübsche GTX 87 Ti von Asus. Ja, gefällt mir sehr gut. Kann man nicht meckern. Ja. Wunderbar. Tja, Leute. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für das Unboxing. Wir sehen uns dann in dem nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.